Excusez, monsieur. Bitte können Sie mir pour le fermoir Kleingeld. Ja? Merci. Merci beaucoup. Danke. Nein? Oh, merci. Merci beaucoup. Excusez, monsieur, excusez. Ma femme ist da unten. Wissen Sie, im Grunde bewundere ich so erfolgreiche Frauen wie Sie. Ich meine, Sie imponieren mir. Ich glaube allerdings, Sie haben einen großen Nachteil. Da bin ich aber sehr gespannt. Sie verstehen meistens wenig von der Liebe. Haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht? Es kann gar nicht anders sein. Sie sind viel zu beschäftigt und zur Liebe gehören Zeit und Muße. Ja, da haben Sie sicher recht. Wie ist es denn mit Ihnen? Können Sie sich Muße leisten? Wenn ich will, schon. Jetzt zum Beispiel den ganzen Tag. Da sind Sie glücklicher als ich. Ich denke schon wieder an Rosenburg. Ja, ich bin auch Rosenburger. Eben. An Sie denke ich ja auch. Wirklich? Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich erst. Von jetzt ab sollten wir keine Gelegenheit versäumen, die Bekanntschaft fortzusetzen. Das finde ich doch auch. Ich weiß auch schon eine glänzende Gelegenheit. Ach. Beispielsweise bei den Rosenburger Musikwochen. Ich verstehe nicht. Doch, doch, Sie haben ganz richtig gehört. Bei den Rosenburger Musikwochen. Was halten Sie davon? Mein Gott, das habe ich ja gar nicht gewusst. In Rosenburg gibt es Musikwochen? Schrecklich. Seit wann? Noch nicht. Aber ich möchte sie so gern schaffen. Ich habe nur so viele Schwierigkeiten. Aber wenn Sie mitmachen, dann gelingt es mir bestimmt. Ach so. Naja, wenn Sie die erste Geige spielen, warum nicht? Und wenn Sie dirigieren? Ach, sehen Sie doch mal. Wirklich wundervoll. Sehen Sie sich bloß diese herrliche Kakteen an. Diese Blüten. Sind die nicht fantastisch? Und diese da. Dieses zarte Rosa und dieses Orange. Bezaubernd. Himmlisch. Eine typische Floribus amorosa. Woher wissen Sie denn das? Ich habe keine Ahnung. Könnten Sie sich nicht mal erkundigen, wie sie wirklich heißt? Es interessiert mich im Ernst. Wenn Ihnen was daran liegt. Ach, bitte. Da war doch vorhin so ein Mann. Ja, ja, da unten so ein Wärter. Na schön. Ich schau mal nach. Bist du verrückt geworden? Ich denke, du bist weg. Es gehen noch andere Züge. Ich wollte mal sehen, was ihr so macht. Interessant. Nette kleine Bank. Und da sprecht ihr nur so über Blumen und Schmetterlinge. Du wirst lachen, ja. Na und? Deshalb bist du, Fanny, so böse? Nur weil du einen Tag früher hast abreisen müssen. Ach. Nur einen Tag? Weißt du, was das heißt? Hm. Weißt du, wie viele Tage ich in meiner einjährigen Ehe mit Fanny wirklich ungestört war? Ich habe sie gezählt. Na? Ich habe mir jeden Tag im Kalender angestrichen. 68 Tage. Und das wäre der 69. gewesen. Entschuldige bitte. Ja, aber was willst du? Das ist doch eine hochprozentig glückliche Ehe. Von 365 Tagen im Jahr 68 Tage ungestört mit seiner Frau? Welcher Ehemann hat das schon? Na, du hast doch bestimmt die Tage nicht zu zählen brauchen. Und sag das nicht. Nach den 14 Tagen Venedig war es zappenduster. Da kamen alle, um zu sehen, wie glücklich wir sind. Komm, komm, sei friedlich. Fanny will es ja wieder gut machen. Sie hat eine Überraschung für dich. Aber du darfst mich nicht verraten. Anna hat Ausgang. Fanny kocht für dich. Was? Ja, seit einer Stunde brutzelt sie schon in der Küche. Sie ist so aufgeregt, hat sie mir gesagt, wie selbst vor ihrem Staatsexamen nicht war. Sie macht dein Lieblingsgericht. Mein Lieblingsgericht? Welches denn? Bratkartoffeln mit Hering. Wirklich? Ja. Na also, geh mal zu ihr. Bitte sei überrascht. Was soll ich ihr denn sagen? Sag, du willst ein Glas Wasser. Hm. Guten Abend. Ich möchte bitte ein Glas Wasser. Liebling, ich bin von dir hin und her gerissen. Ha,
Einmal in der Woche, wenn Anna frei hat, koche ich für dich. Jede Woche. Ich weiß ja, dass du mich lieber mit Kochlöffel und Staubtuch siehst. Sehr richtig. Seit 2000 Jahren sind nämlich die Frauen mit größtem Erfolg im Hause tätig. Die Männer mit größtem Misserfolg in der Politik. Wer kann das sein? Ach, Axel, nimm Deckung. Bleib ruhig da. Ich sehe nach, wer es ist. Guten Abend. Ich habe das Vergnügen mit dem Vater unserer bezaubernden Bürgermeisterin. Ja, mit wem habe ich die Ehre? Martini. Ach, der Herr Generalmusikdirektor Martini. Sehr freut. Ich schmeiß ihn raus. Wenn Sie sich nicht näher dreht, sehr liebenswürdig bei mir. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät noch hereinplatze, aber er ist da. Wer? Er. Vor einer halben Stunde ist er eingetroffen und ich musste ihn einfach sofort zu ihm bringen. Nein. Ja, er hatte ihm doch damals so gut gefallen und ich weiß jetzt auch, wie er heißt. Echinocactus grusoni. Also, ich bin sprachlos. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön. Wo stellen wir ihn denn hin? Tja, vielleicht dahin. Er ist allerdings noch ein bisschen klein, aber er wächst zuverlässig in jedem Jahr nach meinen Informationen 10 cm. Was? Dankeschön. Ja, da steht er prächtig. Man hat mir versichert, dass er eine Höhe von 50... 50? Nein, das ist nicht der Ernst. 5 Metern erreicht. Da hoffentlich kommt er da nicht zum Dach heraus. Na, hoffentlich. Sie haben es überhaupt ganz bezaubernd hier. Ja, ja, wenn ich Sie hier hereinbitten durfte. Aber ich möchte Sie nicht lange stören. Oh, da steht ja auch ein Steinweg. Hier ist du doch viel gemütlicher. Ich könnte ihn umbringen. Bitte nicht. Ich brauche ihn noch. Es dauert bestimmt nicht lange. 10 Minuten, höchstens. Entschuldige, mein Herz. Es ist etwas später geworden, ich weiß. Hast du den Kaktus begossen? Sag mal, findest du es eigentlich sehr geschmackvoll, die halbe Nacht mit diesem Kapellmeister zu verbringen? Entschuldige, er ist nicht Kapellmeister, er ist Generalmusikdirektor. Für mich ist er ein Popanz. Zu Ehren dieses Popanzes gebe ich in der nächsten Woche einen Empfang. Was? Ja, auf Neudeutsch eine Party. Du bist hiermit höflichst eingeladen. Danke. Übrigens, er ist begeistert von meinen Plänen. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Wahrscheinlich hat er sein Leben lang darauf gewartet, hier in Rosenburg zu dirigieren. Blätterst du ihm die Noten um? Ach, du bist ja nur eifersüchtig. Ach, was hat das denn damit zu tun? Ich war schon gegen den Unfug, da hast du ihn noch gar nicht gekannt. Also jedenfalls verbiete ich dir den dauernden Umgang mit diesem Fatzen. Wenn ich ihn für mein Projekt brauchen kann, gehe ich mit ihm um so viel ich will. Und verbieten kannst du mir gar nichts. Und ob ich dir verbieten kann? Was? Einen Augenblick. Entschuldige. Ja. Kennst du
Gemeindeordnung. Jawohl. Die Gemeindeordnung. Hier. Artikel 18, Römisch 3. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Bürgermeisters. Da hörst du. Bei Meinungsverschiedenheiten haben sich die Stadträte dem Bürgermeister unterzuordnen. Mein liebes Kind. Ach, sag nicht mein liebes Kind, da werde ich wahnsinnig. Also gut, meine liebe Frau, jetzt werde ich dir mal was zeigen. Entschuldige. Bitte. Kennst du das? Natürlich, bürgerliches Gesetzbuch. Ausführungsbestimmungen zum neuen Familienrecht. Einen Moment. Paragraph sowieso. Römisch Dingsbums hier. Dem Mann steht die Entscheidung in allen das eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Bei Meinungsverschiedenheiten hat sich also die Ehefrau dem Ehemann unterzuordnen. Bitte, hier steht's. Jawohl, hier steht es, unterordnen. Das ist doch das alte Familienrecht von Anno Dunnemals. Du hast das falsche Buch gegriffen. So, jetzt werde ich dir aber mal ein Buch zeigen. Da werden dir die Augen übergehen. Moment mal. Das Grundgesetz. Danke. Bitte. So, damit du es ganz genau und ein für alle Mal weißt. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Na. Artikel 3 Absatz 2. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung und so weiter und so weiter und so weiter oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Da haben wir es ja. Dauernd bin ich wegen meines Geschlechts benachteiligt. Wieso denn? Na, wenn du dich hier als Bürgermeisterin aufspielst. Das bin ich nun mal. Einen Moment. Artikel 5, Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Hast du das gehört? Natürlich. Gut, dann pass auf. Meiner freien, unzensierten Meinung nach bist du im Bett Ehefrau und sonst gar nichts. Dann bitte fühl dich nicht auf wie ein Stadtrat. Ich denke ja gar nicht daran. Ich fühle mich ja momentan ausgesprochen als Ehemann. Natürlich. Immer im ungeeignetsten Augenblick. Na, wann denn sonst? Im Stadtrat. Und Nacht. Jetzt weiß ich endlich, was das hier heißt. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Musikwochen. Was ist denn? Verzeihen, Maestro. Mailand ist am Telefon wegen Tannhäuser. Was soll ich ihm sagen? Ja, sagen Sie, ich dirigiere. Das heißt, ich inszeniere, leite den Chor, entwerfe das Bühnenbild und kümmere mich um das Ballett. Und die Kostüme? Ach so, die entwerfe ich auch. Guten Abend, Herr Niggemann. Ja, Niggelmännchen, Sie sehen ja prächtig aus. Gefall ich Ihnen? Wo lassen Sie arbeiten? Was bedeutet denn das da? Und da war es noch ein bisschen nackt. Da habe ich mir noch was hinmachen lassen. Auch auf Stadtkosten? Das habe ich selber bezahlt. Oh, verzeihen Sie, Herr Generalmusikdirektor. Aber bitte, bitte. Ich bin entzückt, Sie wiederzusehen. Aber lassen Sie doch den General weg. Meine Herren,
Ich möchte Sie mit unserem Ehrengast bekannt machen, unserem berühmten Rosenburger Mitbürger, Generalmusikdirektor Jaroslav Martini. Meine Herren, Sie werden nachher Gelegenheit haben, sich mit Herrn Generalmusikdirektor Martini ausführlich zu unterhalten. Also eins kann ich Ihnen gleich sagen. Märsche dirigiere ich nicht. Gut, ich rufe Sie morgen wieder an, ja? Dankeschön. Herr Jung, der Empfang. Es ist schon 7:45. Ja, ich komme gleich. So. Ja, und was ist mit dem Brief? Mit welchem Brief? Ja, mit dem anonymen Brief hier. Haben Sie noch nicht gelesen? Er betrifft unser verehrtes Stadtoberhaupt. Dass die mit dem Martini ein Verhältnis hat? Donnerwetter. Das ist ja unerhört. Unsittlicher Lebenswandel der Bürgermeisterin. Das wäre eine Schlagzeile, was? Sind Sie wahnsinnig? Was reden Sie da? Das ist doch anonym. Und? Guten Abend. Aber Herr Stadtrat. Ja. Anni, Sie müssen den Gästen aber auch zeigen, wo es in den Salon geht. Ach so. Oben würden Sie nur das Schlafzimmer finden. Entschuldigen Sie vielmals. Bitte. Guten Abend. Ah, unser Musikfreund. Ich habe Sie schon richtig vermisst. Wie war es denn an der Nordsee? Kalt. Ah. Cocktail. Ist es nicht reizend hier? So gemütlich. Märchenhaft. Stellen Sie sich vor, Herr Jung, die Bankleute sind mit allem einverstanden. Wenn die Stadt Ja sagt, gibt die Bank einen Umbaukredit für das Schloss in Höhe von 250.000. Dann gratuliere. Darauf müssen wir trinken. Und auf das Wohl unserer bezaubernden Hausfrau. Ich fürchte, Herr Generalmusikdirektor, die Stadt wird nicht Ja sagen. Und warum nicht? Ach so, Sie wissen ja noch gar nicht. Herr Jung ist unser ärgster Feind. Ah. Ja, er ist der wildeste Gegner unseres Projekts. Das bin ich. Auf die Gefahr hin, dass Sie mich für einen Banausen halten. Oh. Gott sei Dank kommt es aber auf die Mehrheit an. Und wer hat diese Mehrheit? In diesem Falle wir. Na, na, na. Sie vergessen, Fräulein Bürgermeister, die Partei des Herrn Negelmann. Na, was sagen Sie zu dem Brief, Herr Kollege? Also, ich finde es unerhört. Die beiden schanzen sich das Projekt zu. Ja, gut, Deutsch zu stecken unter einer Decke. Das kann man wohl sagen. Hat das jemand genau gesehen, wie die beiden unter der Decke gesteckt haben? Hat einer von Herrn Kollegen die Laterne gehalten? Herr Kollege Negelmann, rechnet Sie und doch gleich nebenan. Haben Sie niemals was Verdächtiges bemerkt? Ich bin auch kein Schnüffler. Ja, entschuldigen Sie, aber was halten Sie denn von der Sache? In solchen Briefen pflegt nach meiner Erfahrung leider meistens ein Körnchen Wahrheit zu stecken. Sehr richtig. Verzeihen. Bitte. Also mir ist das wurscht, mit wem Sie ein Verhältnis hat. Wenn Sie keins hätte, das würde mich wundern, so wie die gestellt ist. Hm. Und dann, was Sie bei Nacht treibt, Hauptsache, Sie ist sonst in Ordnung. Na, meine Herren, fühlen Sie sich wohl bei mir? Außerordentlich, Herr Freund. Außerordentlich, danke. Das freut mich. Nigelmännchen, ich hätte Sie gern mal allein gesprochen. Aber bitte schön. Bitte schön. Sagen Sie, wie gefallen Ihnen eigentlich meine Musikwochen? Also, wenn Sie mich ehrlich fragen, Sie sind ein Krampf. Schade. Schade, wo mir Ihre Lastwagen so gut gefallen. Meine Lastwagen? Ja. Sie wissen doch, dass der Haushaltsausschuss den Kauf von 4 neuen Wagen beschlossen hat. Die bestellen Sie ja sowieso bei der Konkurrenz. Was wäre denn, wenn wir diesmal bei Ihnen bestellen würden? Ich meine, dann könnten Sie doch auch... Aber lassen wir das. Sonst sagen Sie noch, ich wollte Sie bestechen. Sie sind ja Parteiführer. Ich bin aber auch Mensch. Wir sprechen einfach vom Mensch zu Mensch. Ach, ich weiß nicht, Nigelmännchen. Wir wollen es lieber vergessen. Gehen Sie. Sie bestellen meine Lastwagen und mir gefallen Ihre Festspiele. Sie sind mir aber einer. Sie sind mir aber auch eine. Darauf trinken wir einen Schluck. Ja, aber Herr Kollege, wir müssen diesen Brief doch ausschlachten. Wir sind ja nicht bei Trostpfeiler. Nur keine Glacé-Handschuhe in der Politik. Wir können die Bürgermeisterin mit diesem Fall zum Rücktritt zwingen. Ein feines Vorbild, die Dame. Eine einmalige Gelegenheit. Jung, Sie werden morgen im Stadtrat einfach eine große Anfrage stellen. Nee, Sie irren sich, mein Herr. Ich bin kein Hintertreppenpolitiker. Dann werde ich sprechen. Also abgemacht? Abgemacht. Ja, und die Heirat von Ihrer Evi mit dem Toni Adam, die geben Sie mir drauf, nicht? Was? Ach, das müssen wir gleich an Jung sagen. Der ist nämlich der Trauzeuge vom Toni Adam. Wie? Ja, das ist doch längst abgemacht. Sauber, sauber. Herr Jung, wissen Sie schon das Neueste? Evi und Toni Adam heiraten. So. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, bitte? Ja, bitte. Entschuldigung.
Sag mal, weißt du eigentlich, dass über dich anonyme Briefe herumschwirren? Wie aufregend. Man hält dich für die Geliebte von Martini. Na komm, komm, trink mal was. Sonst glauben die Leute noch, wir streiten uns. Und so weit hast du es glücklich gebracht. Ja, immer noch besser, als wenn sie wüssten, dass du mein Mann bist. Du scheinst den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Ich soll morgen im Stadtrat im Namen meiner Fraktion eine offizielle Anfrage einbringen. Wenn deine Partei auf einen solchen Wisch was gibt, bitte, macht, was ihr wollt. Kommen Sie mit, Herr Generalmusikdirektor? Nein, ich möchte mich mit unserer bezaubernden Bürgermeisterin noch über die Musikwochen unterhalten. Sollten wir nicht auf unsere bezaubernde Bürgermeisterin etwas Rücksicht nehmen? Sie ist sicher sehr müde. Wie kommen Sie darauf, lieber Stadtrat? Ich bin überhaupt nicht müde. Es hat mich sehr gefreut, Herr Stadtrat. Guten Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen bei mir gefallen, Herr Stadtrat. Ah, einen Moment, Herr Stadtrat. Bitte schön. Woran denken Sie? Sie sollten nicht nur dirigieren, Sie sollten auch selber spielen. Für Sie? Immer? Nein, ich meine bei den Musikwochen. Das wäre eine Sensation. Aber Liebste, wir wollen doch nicht schon wieder von den Musikwochen sprechen. Das hat noch Zeit. Einen Augenblick. Becker? Will er eigentlich bei uns schlafen? Es geht um rein geschäftliche Dinge. Mit Musik! Ärmste. Nicht einmal in der Nacht lässt man sie in Ruhe. Stellen Sie sich vor, ein Stadtrat will mich jetzt noch geschäftlich sprechen. Das ist ja grässlich. Einen Augenblick. Becker! Sag dem Musiker, er soll gehen. Schon wieder? Will mich auch jetzt noch sprechen. Sie Ärmste. Telefon. Hier, Becker! Hier, Jung! Wie viele Stadträte haben Sie eigentlich? 26. Kommen die alle noch? Ja. Nein! Wirklich? Bei mir geht's ja zu wie in einem Taubenschlag. Also wenn Sie wollen, kann ich auch nebenan warten, bis die anderen 23. Wir haben doch noch so viel zu besprechen. Musikwochen, meinen Vertrag. Können wir das nicht lieber bei Ihnen besprechen? Bezaubernd. Sie wollen wirklich zu mir kommen? Ich muss. Ich will. Wir müssen doch mal irgendwo in Ruhe über Ihren Vertrag sprechen können. Morgen? Morgen passte schlecht. Da habe ich Stadtratssitzung. Unseretwegen? Ja, auch unseretwegen. Ich werde Ihnen innerlich beistehen. Mit meinem ganzen Herzen. Ach, das ist lieb von Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Nächsten Punkt der Tagesordnung. Punkt 3, Beschlussfassung über Schloss Perchtelen. Die Kostenanschläge für einen etwaigen Umbau sind den Herren bereits zugegangen. Ja. Wortmeldungen? Keine. Doch, 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 doch. Ich bin für die Festspiele. Ach, nee. Die gehen wohl nicht ganz
Was sind das für Abmachungen? Sie sind ja gar nicht zum Wort gemeldet. Sie immer mit Ihrer Geschäftsfrau. Ich bitte um Ruhe. Meine Herren, bevor wir abstimmen, möchte ich noch einige Einzelheiten erläutern. Das ist völlig überflüssig. Sehr richtig. Nachdem Herr Kollege Niggemann plötzlich so offensichtlich auf Ihrer Seite ist, haben Sie ja sowieso die Mehrheit. Ich möchte meine Gegner aber nicht nur überstimmen, Herr Kollege. Ich möchte Sie von meinen Ideen überzeugen. Erzählen Sie uns lieber etwas von Herrn Generalmusikdirektor Jaroslav Martini. Ganz richtig. Ganz richtig. Ja, das wäre sehr interessant. Wenn es Sie beruhigt, Herr Kollege Weiler, Generalmusikdirektor Martini ist an den Musikwochen sehr interessiert. Aha. Nur an den Musikwochen? Los, Herr Kollege, die Anfrage.